So, gehen wir zur Zeit. Surio. Danke schön. In letzter Zeit gehen merkwürdige Dinge im Pokéball vor sich. Solange eure Identität nicht eindeutig geklärt ist, kann ich euch nicht gestatten, zu passieren. Ja, aber ich will euch mit euch sprechen oder Fragen stellen, damit ich dann was mit den Kleinen machen kann. Aber ich will es für die Kokuna. Ich bin ganz allein. Ich bin. Komm. Ich werde nicht zurückkehren. Hast du mich gehört? Ich bin entkommen. Yeah. Okay. Ah, das war mal. Bleibst du mal stehen? Halt. Bleib stehen, ey. Ich will mit dir reden, du. Ah, ja, ist gut. Nee, das ist Bumble. Bumble, doch. Ach, das ist doch genau wie das andere, ey. Stopp. Auf dem Boden lagen ganz viele Beeren herum und da ich Hunger hatte, habe ich sie alle gegessen. Darum läufst du weg. Das Plakat an der Mühle, meinst du? Ich habe ein Stückchen herausgerissen, um es als Einladung für die Bärenparty zu verwenden. Die Einladung wiederum habe ich Seppi Royal zukommen lassen. Seppi Royal, sagst du? Seppi Royal also. Wir wissen nicht, wo sie sich aufhält. Und es könnte eine halbe Ewigkeit dauern, bis wir sie finden. Und doch ohnehin kaum Zeit bleibt. Wir sollten nun besser eine andere Lösung finden. Ihre Hoheit Seppi Royal weilt für gewöhnlichen grünen Hain. Wisst ihr, wie ihr dorthin kommt? Er liegt am Ende des Weges, denn von was? Surio bewacht wird. Vielen Dank auch. Ach, ehrlich, die neuen Pokémon-Namen kann ich irgendwie immer noch nicht so aussprechen da. Das ist so. Das ist so mühsam. Stehen geblieben, ihr Eindringlinge. Ihr seid nicht aus dem Flora-Bezirk. Hier gehen in letzter Zeit äußerst merkwürdige Dinge vor sich. Aus diesem Grund ist das Pokémon, deren Identität nicht eindeutig geklärt ist, strengstens untersagt, diesen Weg zu passieren. Jetzt lass sie schon durch. Das sind Bekannte von mir. Oh, ich hatte ja keine Ahnung. Verzeiht vielmals, Prinzessin. Prinzessin? Bitte, ihr könnt passieren. Was, Prinzessin? Ja, genau, dachte ich auch. Soll das etwa heißen, dass es sich bei Seppi Royal um ein Mädchen handelt? Das dachte ich. Da fehlen mir die Worte. Das ist ja wohl der Gipfel der Unverschämtheit. Sehe ich etwa aus wie ein Junge? Sei's drum. Ich werde einfach so tun, als ob ich es überhört hätte. Ihr seid auf dem Weg zu Seppi Royal? Was für ein Zufall. Ich habe ebenfalls etwas mit ihr zu besprechen. Untersteht euch mir zu folgen. Ich brauche keine ungebetene Gäste. Ja, danke, aber den Weg kannst du frei machen, ne? Schon gut. Ah, hier ist wieder so eine Küste. Und da drüben hat es noch ein Relaxo und andere. Ah
ich, ja, jetzt kann ich jetzt schon gehen. Links 2, 3, 4, links 2, 3, 4. Okay, dann steht links 4, 4, 5. Geht gut auf euch acht. Tickst du noch richtig oder irgend sowas ist geschehen? Da ist noch ein Kokona. Sollte jetzt schlafen. Aber wo ist er nun? Nur hin. Kann man sonst so sein? Hoppla. Ist ein bisschen fett, Relaxo, ne? Sollte ich mal wieder trainieren. In der Steinzone, oder so. Ich stecke echt in der Patsche. Hör mal, weißt du zufällig, was mir mit dem Bären passiert ist? Die hier waren, obwohl eigentlich machst du nicht gerade den Eindruck, als wüsstest du sonderlich viel über Bären. Bumble hingegen. Sag mal, wärst du so gut, Bumble mal eben zu mir zu bringen? Was? Wirklich super. Dankeschön. Bring sie bitte her. Oh, nee, komm schon, bitte nicht. Das blöde Giftwolke mal wieder. Oh. Stehen bleiben, vielleicht für einmal. Ich will doch noch nichts tun. Eieiei. Das ist ja schlimm. Okay, nee, für die muss ich, glaube ich, wirklich ein bisschen trainieren. Oder auch nicht. Pfui. Pfui. Ach, endlich. Was ist denn in dich gefahren, dass du mir wie von der Tarante gestochen hinterherjagst? Bumble, weißt du nicht zufällig, wo die Bären abgeblieben sind, die ich eigens für die Bärenparty beiseite gelegt hatte, oder? Oh, ich wusste nicht, dass sie für die Bärenparty vorgesehen waren. Entschuldige bitte, ich werde dir dabei helfen, neue Bären zu suchen. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin ja selbst schuld, wenn ich die Bären hier einfach so offen herumliegen lasse. Aber es freut mich, dass du mir beim Sammeln hilfst. Du kannst auch nicht zählen. Ja, du kannst auch nicht zählen. Danke euch allen. Kommt bitte unbedingt zur Bärenparty, sobald wir die nötigen Bären beisammen haben. Relaxo ist nun dein Freund. Und Wombold ist auch nun dein Freund. Ist nun auch dein Freund. Aber da fehlt doch niemand. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich sollte Kokona nach da vorne schmeißen. Komm her. Ich bin entkommen, ich werde nicht zurückkommen. Hast du mich gehört? Entschuldigung. Komm schon. Ich
Fessel hier nicht nötig. Ich will ja nicht wissen. Genau, das schlüsselt Baum. Na los, komm schon jetzt. Ach, so geht's besser. Besser. Okay, ist ja schon gut. Nee. Wie bekomme ich denn mit dem Plüschtier? Wo ist denn hier ein Plüschtier, bitteschön? Ein Plüschtier, ein Plüschtier, ein Plüschtier, ein Plüschtier, bitte, ja. Plüschtier. Ein Plüschtier, Lena. Das ist mein Wunsch. Komm heraus. Put, put, put. Oh, wie heißt er denn? Schwer aufregen. Ich begleite dich. Ja, komm schon mit. Na, was ist das schon? Ist das für mich? Ja. Oh, ein Stink für mich. Oh, das traut mir die Scham. Schames. Die Schamesröte ins Gesicht. Vielen, vielen Dank. Ja, oh, peinlich, nichts wie weg. Willst du mich verfolgen? Nein. Da habe ich extra all meinen Mut zusammengenommen, um dich zu einer Runde fangen zu. Ah, so. Entschuldigung. Okay. Ah, da hast du mich aber erwischt. Ich habe nicht gerade der beste Gesprächspartner, musst du wissen. Ich bin einfach zu schüchtern und renne immer davon. Aber in meiner Gegenwart fühle ich mich irgendwie wohl. Travigel ist nur dein Freund. Ja. Yeah. Ein Pokémon. Dass sich verzieht weniger. Wieso ist nie ein Menki? Oder was auch immer. Okay. Ich check's nicht, aber okay. Ups. Entschuldigung. Wo ist denn ja, ich weiß, dass hier jemand fehlt, aber... Oh, da ist ein Mitglied der Wogenden... Der Wogenden Sammler? Wichtig? Du hast mich nicht zufällig gesehen, oder? Verzeihung, ich meinte ein Pokémon, das mir ähnelt. Du hast nicht irgendwo zufällig ein anderes Kokuna gesehen? Ich habe mir ein Spiel ausgedacht. Das wollte ich ausprobieren. Aber dazu fehlt mir noch hier ein Partner. Kannst du es bitte herbringen, falls du es findest? Bitte? Ja. Ja, also. Ja, warte mal, dann muss ich erstmal nachsehen, ne? Aber, ja. Ich denke, das kann sich einrichten lassen. Nanu, was willst du? Was willst du von mir? Ich werde nicht zurückkehren. Hörst du? Niemals. Was? Ein neues Spiel? Oh, das ist etwas anderes. Ein Blick könnte ich ja riskieren. Oh, Kokuna. Endlich daheim.
dein neues Spiel hat mich hergelockt. Den Überredungskünsten der wogenden Sammler kann einfach absolut niemand widerstehen. Nochmals, vielen Dank. Wollen wir dieses neue Spiel gleich einmal ausprobieren? Seit es mir eingefallen ist, kann ich an nichts anderes mehr denken. Alle auf die ihre Plätze. Kann ich das jetzt auch spielen? Also gelingt es, ein Mitglied der Wogensammler und Tokuna alle mit einem Schlag gleichzeitig zu fallen zu bringen? Versuch ruhig dein Glück, wenn du mutig genug bist. Ach, das geht ganz leicht. Das ist ein bisschen gemein, ne? Aber ja, sehen wir nicht mal. Bis dann!